Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Leider lasse ich mich zu schnell und zu sehr ablenken. Auch hier schon wieder. Einfach ein versunkenes Boot mit Kisten. Ja, wie gesagt, ich lasse mich zu leicht ablenken. Ich habe gesagt, ich wollte eigentlich ja zu diesem Auftrag noch da hinten. Allerdings ist hier gleich um die Ecke noch ein anderer Cyberpsycho, den wir erledigen können. Daher gehen wir erstmal dahin und der ist da auf diesem Steg. Deshalb gehen wir jetzt dahin. Weil das ist ein bisschen näher als das andere. Hey V, I heard some soldier just opened fire on pedestrians at the pier. If you can swing it, I want him stopped but not killed. Then I'll send the right people for him. More details are on the way. And V, good luck. Okay, nicht. Oh, jetzt müssen wir ganz kurz schauen. Ich glaube, ich habe eben die Waffe, die eigentlich nicht tödlich ist, zu Hause gelassen. Aber wir könnten das Auto rufen. Ich glaube, wir können da nicht gerade was... was aufbrezeln, was nicht tödlich ist. Ich glaube, das gibt einfach ein bisschen mehr Cash, wenn wir ihn leben lassen. Ne, wir haben nichts dabei, was nicht tödlich ist. Ja, außer den Schlagstock hier, aber... der macht 140 Schaden. Regina Jones. Der ist von Kopf bis Fuß mit militärischen Implantaten ausgestattet. Also ist er vielleicht ein Veteran mit PTSB. PTBS. PTBS? Aber was soll die Aufmachung? Vielleicht spürte er die nahende Cyberpsychose und hat sich entsprechend angezogen? Irgendwas stimmt hier nicht. Das war noch das andere. Ne, die Unterführung bei der GIM, das sind die in letzter Zeit. Das war eine VDB-Netrunner. Wollte sich wohl einen Namen machen, indem er die GIM übernahm. Dafür hat er einen Söldner angeheuert, den er dann beseitigen wollte. Und dann kam auch noch ein Network dazu. Ich habe ihn umgelegt. Der Typ ist in dem Voodoo-Boy Unterschlupf wahrscheinlich halb durchgedreht vor Angst. Musstest du ihn echt umbringen? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Shit. Eben, das ist das Problem mit Regina. Ich will, dass ich die Leute leben lasse. Ich muss kurz das Auto rufen nachher. Sind halt auch noch mehr von den Typen. In dem Gefecht vergiss ich das immer, dass ich die Leute leben lassen soll. Grimy. Oh shit, Johnny. Ja, und jetzt? Soll ich jetzt mit der... Oh wait. Es sind noch mehr tote Leute. Sophia Ramirez.
keine Zugehörigkeit, junge Frau, der Kleidung nach zu urteilen Sexarbeiterin, vor mehreren Tagen zu Tode gefoltert. Alter, mies. Leiche, anscheinend bei einem Schusswechsel aus nächster Nähe getötet, durchsiebt mit Kugeln aus einem Militärgewehr abgeführt aus der Nähe. Danke. Hier ist ein bisschen was passiert, wie es aussieht. Leiche vom Auto zerquetscht. Sophia Ramirez. So, wir müssen auf den Pier. Wir könnten sie mitnehmen, weil wir sie ja schon aufheben konnten. Vielleicht bringt das ja was. Oh. Leiche zog sich offenbar entlang des Piers zurück. Kopfschuss verursacht durch Militärgewehr. Und noch mehr Leichen. Das gleiche bei ihm. Da hinten ist nichts. Aber das geht weiter bis nach da vorne. Auch das gleiche hier. Ich nehme sie mal mit. Auch hier das gleiche. Anscheinend unbewaffnet, erschossenes Opfer. Alter, der hat hier ein Blutbad veranstaltet. Gleiche wieder. Zog sich auch zurück. Junge, Junge. Interessanterweise kann ich nicht rennen. Ich dachte, das wäre mit einer Leiche auf den Schultern eigentlich möglich. Zog ich auch zurück. Kopfschuss aus der Nähe. Der Schatten sieht weird aus. Und noch mehr Leichen. Schwere Körperbau sieht nach Muskeln aus. Haben sie sich hier offenbar für ein letztes Gefecht versammelt. Sind das gleiche. Anscheinend der Anführer der Gruppe. Einziges Opfer, das nicht sofort, sondern langsam qualvoll gestorben ist. Naja, einziges Opfer würde ich jetzt nicht sagen, wenn sie hier gefoltert wurde. Schöner Anzug. Hideyoshi Ueno und Ken Masuda. Ein Wichser hat schon 20 von uns geäxt. Was dauert so ewig? Er jagt uns. Der Mann hat Geduld. 2, 3 Läden sind jetzt wegen dir am Arsch. Ich kann ihn nicht mal finden. Hat sich irgendwo verkrochen wie eine Ratte und wartet auf den richtigen Moment. Sie ist genau die Richtige. Sie ist perfekt, wirst sehen. Drauf geschissen. Worauf wartet ihr? Lockt ihn raus, ihr Vollidioten. Benutzt sie als Köder. Verstanden, Boss. Wir stellen eine Falle mit der Tochter und machen ihn ein für allemal fertig. Geht nicht mehr um die Tochter, sondern um Rache. Erinnert ihn daran, dass das Mädchen alles ist, was für ihn zählt. Ihr Skop-Lutscher. Wenn er seine Visage zeigt, jagen wir ihm eine Kugel zwischen die Augen. Wenigstens setzt er seinen Kopf ein, im Gegensatz zu euch. Gestern habe ich draußen das Gras im Wind rauschen hören und dachte für eine Sekunde, er kommt, fackelt mir das Haus ab. So geht das nicht weiter. Okay, dann ist es wahrscheinlich die Tochter, die wir hier mit dabei haben. Kann ich speichern? Ich kann nicht speichern. Wahrscheinlich, weil ich sie auf den Schultern habe, oder? Ja. Okay, gibt es noch mehr Leichen? Ein Zivilist. Er ist ein Psycho. Ein Psycho. Oh.
Hallo! Ich hab deine Tochter dabei! So, er lebt noch, sehr gut. Diego Ramirez, NCPD. 8000. Und eine schöne Waffe. Ken Masuda und Diego Ramirez. Wir wollen einen Waffenstillstand. Interessiert. Ich will meine Tochter und die bekomme ich auch ohne. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir wollen sie zurückgeben. Was du nicht sagst. Wo? Wann? Hier in Pazifika. Wir lassen dir das Mädchen da und gehen uns ab sofort aus dem Weg. Ich bin in 20 Minuten da. Lasst mich nicht warten. Und bewaffneter Zivilist hat sich während der Schießerei offenbar versteckt. Vom selben militärischen Gewehr getötet wie die Gangmitglieder. Nicht schön, was er hier veranstaltet hat. Auch ein Zivilist. Auch ein Zivilist. 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 Und der Name. Blasido Cisernos. Komm mal mit. Ich bring dich zu deinem Dad. Da hast du deine Tochter zurück. Gebäude H8. Was ist das da hinten eigentlich? Das ist die Achterbahn. Okay, eigentlich nichts Spannendes. Schicke Regina eine Nachricht über die Cyber-Psycho-Attacke. Regina. War nicht einfach, aber ich habe ihn lebend gekriegt. Freut mich, dass du die Sache überlebt und den Typen nicht umgebracht hast. Leider sind ihm Night Citys gefährlichsten Raubtiere auf den Fersen. Soll heißen, Maxtech wahrscheinlich sollten wir ihnen diesmal lieber aus dem Weg gehen. Den Tages gefiel das Mädchen so sehr, dass sie sie in eine Puppe verwandeln wollten. Ganz dumme Entscheidung. Sie hatten keine Ahnung, dass ihr Papi früher mal in einer Spezialeinheit gedient hat. Und der hat sich diese Loser gnadenlos vorgeknöpft. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als ihn in eine Falle zu locken. Noch dümmere Entscheidung. Man sollte nie einen Ex-Elite-Soldaten unterschätzen, der seine Tochter retten will. Der hat jeden einzelnen Tag gejagt und niedergemacht, als wäre er auf einer verfickten Safari. Diese Gangster haben dich echt mit dem falschen Schuh angelegt. Ja, schade um die Tochter. Mission abgeschlossen, Cyber Psycho, Smoke on the Water. Echt schade. Na, die hätte es am wenigsten verdient. Jetzt hier hin. Einen haben wir hier. Namenlosen. Notiz des ertrunkenen Mannes. Ich war so nah dran. Tausende Verstecke und Lager, die alle mit diesem verführerischen Fragezeichen markiert waren. Dem Zeichen der Schmuggler. Aber am Ende war es doch immer dasselbe zerrissene Netz. Angelrouten, Haken und Schnüre. Das war bloß ein Spiel, ein grausames, lächerliches Spiel. Auf 1000 Nieten kam vielleicht mal ein guter Fund. Ein Ass im ganzen Deck. Eine Königin in einem Meer von Bauern. Ich habe mir geschworen, dass ich sie alle finden würde.
koste es, was es wolle. Tausende Verstecke und jetzt bleibt mir nur noch ein einziges. Aber ich bin zu erschöpft. Ich kann nicht mehr weitermachen. Diese Obsession hat nicht nur meinen Willen gebrochen, sondern auch meinen ganzen Körper zerstört. Nun bleibt nichts an als bittere Frustration. Wenn du diese Aufzeichnung findest, dann vollende mein Werk. Finde das letzte Versteck mit dem Fragezeichen. Es befindet sich unter dem südlichsten Pfeiler der Ring Road Überführung, die Haywood mit Pazifika verbindet. Meine endlose Arbeit darf nicht vergebens sein. Unter dem südlichsten Pfeiler der Ring Road Überführung, die Haywood mit Pazifika verbindet. Ring Road, Haywood und Pazifika. Pazifika. Haywood Pacifica. Ich würde sagen, das hier ist die Ring Road. Ja, das ist die Ring Road. Die geht einmal rum. Südlichsten Pfeiler. Also. Der Pacifica mit Haywood verbindet. Also irgendeiner. Oder hier. Das ist jetzt schwierig zu sagen. Nice, jetzt haben wir noch ein Geheimnis. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Rein in die Suppe. Mal schauen. Ich hätte jetzt gesagt, der südlichste wäre der da drüben. Und wo man denn hier auch als südlich eigentlich bezeichnen könnte. Zumindest sehe ich jetzt noch nichts. Da ist was. Leiche? Und das sind Kisten. Also wenn es das war, dann hat sich's überhaupt nicht gelohnt. Kurz auftauchen. Ist das der südlichste Pfeiler? Ja doch, kann schon sein, dass es der ist. Eigentlich sind wir wirklich sehr langsam, was Schwimmen angeht, obwohl ich schon eigentlich die Taste zum schneller Schwimmen drücke. Ich glaube, das war das. Hier ist zumindest nichts. Schnell auftauchen mal. Die Zeitpfeile sind zumindest nicht im Wasser. Schön, dass es manchmal ein bisschen spackt, das Wasser. Da kann man ein bisschen schauen. Noch gescannt kriege ich gerade nichts. Ich schätze mal, das war das.
Das war's? Okay, wir müssen auftauchen, sowohl. Ich glaube, das war das. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit hier mit Suchen verbringen. Wenn es das war, dann war es zumindest nichts Spannendes, ehrlich gesagt. Es waren Kleinigkeiten für uns. Nun sind wir jetzt natürlich wieder auf der anderen Seite des Klosters sozusagen. Mal schauen, was wir hier drüben machen können. Oder wie es weitergeht mit uns. Aber ich würde sagen, finden wir es in der nächsten Folge raus. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Cyberpunk 2077 und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.